aber machbar. Und bei Kerbalism, das hat sich schon echt unfair angefühlt. Ich hatte es für einen Modding-Mittwoch damals mal ausprobiert. Sobald du interplanetar gegangen bist, sind dir die halt einfach alle stumpf verreckt an Strahlung. Und außer du hast ungefähr 1 Milliarde Tonnen Strahlungsschild mitgenommen und der dann wiederum so schwer war, dass du nirgendwo mehr hingekommen bist. Also hat sich irgendwie komisch angefühlt, hat sich vielleicht mittlerweile auch geändert. Das Kerbalism war damals sehr, sehr neu, als ich es mir angeguckt habe. Aber wer weiß das schon. Aber guck mal, wie sofort auch der Funk ausgeht. Habt ihr das gemerkt, wie dieses Hintergrundsummen von Chatra ausgeht, weil jetzt ja niemand mehr an Bord ist? Sehr detailverliebt, liebe Chatra Purimir. Da habt ihr natürlich recht. Und wenn die Futuristen jetzt... Warum funken eigentlich die Touristen? Wer hat denen gesagt, die dürfen das Funkgerät in die Hand nehmen? Die sollen hier nichts anfassen. Nachher drücken die noch irgendeinen blöden Knopf. Touris, ey. So. Letzter Deorbit für heute. Also von den Touris zumindest. Und Kainaga. Hallo. Und Bohr natürlich auch. Hallo. Und moin moin oder Hallöle oder was auch immer euch da lieber ist. So, wir deorbiten die letzte Kapsel, auch wieder im Zeitraffer-Modus. Und diesmal gehen wir da ein bisschen weiter rüber. Ungefähr hier so hin. Zack. Aus der Map raus. Retrograde. Und wir burnen und wir machen den Zeitraffer an, damit das ein bisschen schneller geht. So, bis das RCS alle ist, dann wird der Fallschirm eingestellt. Und dann holen wir die letzten Touris nach Hause, die letzten noch lebenden Touris. Ja. Und dann geht's zur Minmus-Scan-Probe und wir schmeißen mal, beziehungsweise wir gucken vorher mal noch, ob wir einen passenden Vertrag noch nachschieben können in den freien Slot. Ja, Space Camp wäre schon schön gewesen, 3 kostenlose Kerbals zu kriegen oder 4, ich weiß gar nicht, was da rausfällt. Aber naja. Trotzdem würde ich sagen, das Space Camp war ein fast voller Erfolg, bis auf die 2 Toten. Und wir haben zumindest mal gelernt, wie es ist, auch eine größere Kerbal-Horde für längere Zeit im Orbit zu betreuen. Es ist halt doch relativ spannend. Zack, zack. Und zack. So. Wir sind über der Wüste unterwegs und kommen jetzt. Ja, vielleicht mal wieder relativ gut aufs Space Center rein. Mal gucken. Mal gucken. Mal schauen, wie gut wir da runterkommen. Ja, die haben. Ah, Mazenotor ist gar nicht Mazenator. Das klingt wie eine völlig valide Idee. Die haben an den Knöpfen rumgespielt vom Fallschirm. Das kann es natürlich gewesen sein. Nee, ich glaube wirklich, dass die Stockfallschirme irgendwie wahrscheinlich auch langsam aufgegangen sind und dann einfach meine 500 Meter Dichte hatte. Wir haben es ja eben gesehen, dass jetzt auch bei dem Fallschirm der Full Deploy mit Abbremsung ungefähr 700 Meter uns gekostet hat. Also wir hatten auf 2000 aufgemacht und bei 1300 war ich so auf 7 bis 8 Meter pro Sekunde runter und das wäre safe gewesen. Und ich hatte den Full Deploy auf 500 Meter Höhe eingestellt. Und das heißt dann halt einfach, das waren 200 Meter zu wenig in dem Moment. Ne? Das ist dann, ich glaube, das muss ich mir einfach von der Art und Weise, wie sich die Fallschirme geöffnet haben. Ich bin etwas verblüfft, wie sie sich geöffnet haben, weil ich ziemlich sicher war, dass das eine sichere Höhe gewesen ist. Aber es würde es auf jeden Fall, wenn ich das jetzt mit dem Verhalten dieser Fallschirme vergleiche, würde es erklären, was da schiefgelaufen ist. Gut. Wir kommen vor dem Space Center in den Ozean runter. Das heißt auch keine Weltreise mehr, um uns abzuholen. So, auf 4000 Meter hoffentlich ein Full Deploy, ein Pre-Deploy, aber das, wie gesagt, ist ja jetzt alles erprobt. Eigentlich kann da nichts schief gehen. So, 4000 Meter, Pre-Deploy ist raus und 1500 Meter, Full Deploy ist auch durch. Auch im Zeitraffer funktioniert das einwandfrei, also den Zeitraffer können wir als Fehlerquelle da, glaube ich, auch ausschließen. Hm.
Live-Support wiegt Tonnen pro Tag. Das ist aber eigenartig. Wieso sollte ein Live-Support eine Tonne pro Tag wiegen? Also ich brauche ja für eine Person für einen Tag ein paar Liter Wasser, ein bisschen was zu essen und ein bisschen Sauerstoff. Aber ich brauche ja nicht, also die essen ja nicht eine ganze Kuh, trinken einen halben Ozean und atmen 1 Million Tonnen Sauerstoff weg. Also es macht überhaupt, also das wäre eigenartig, Antonin, weil wie gesagt, Tonnen pro Tag ist, also das müsste man mir mal erklären, warum ich Tonnen pro Tag an Live-Support brauche. Da muss ich sagen, dann lieber USI Live Support oder Tech Live Support. Das wiegt auch was. Das beeinflusst gerade auch im RSS natürlich enorm, wie weit du fliegen kannst. Aber jetzt einfach zu sagen, so hier, um es dir schwer zu machen, schnalle ich dir einen 5-Tonnen-Stein, um 5 Tage leben zu können, auf dem Rücken. Warum? Ich meine, das ist ja Folter. Das ist halt genauso das wie bei Kerbalism, was ich meine, dass es halt dann einfach unnötig schwer wird auf die große Entfernung. So, wir haben die Touris, die noch leben, haben wir zurückgeholt. Jetzt schauen wir mal, was uns. Oh. Können wir sie bitte nicht einfach wegmachen, während ich sie anklicke, um sie zu lesen? Minmus Space Station wäre natürlich cool gewesen. Wo auch immer sie jetzt hin ist. Hallo? Einfach wieder weg. Na gut. Vielleicht kommt die ja noch wieder. Was haben wir denn hier noch? Scan Minmus for Resources. Den können wir doch jetzt eigentlich auf den freien Slot nehmen, weil wir haben einen Ressourcenscanner drauf. Man muss kein neues Vessel starten. Und ich würde ihn eh nach Ressourcen scannen. Also lasst uns doch den noch annehmen. Zack, dann haben wir wieder 7 Slots frei und dann können wir jetzt unseren Satelliten belästigen gehen. So wie versprochen. Und schauen mal, was sich da so holen lässt. So. Ja. Ich freue mich ehrlich gesagt auch schon wieder sehr auf Dienstag, um mal zu gucken, wie es da so weitergeht mit Real Solar System. Das ist auch alles ziemlich spannend. Ach, guck mal, wir sind doch schon ziemlich nah dran. Da müssen wir jetzt gleich noch gucken, dass wir unser entsprechendes Bremsmanöver machen. Ja, Real Solar System muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch witzig mit dem Space Race. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich noch hinbekomme, das zu gewinnen, aber ich gebe natürlich erst auf, wenn es verloren ist. Trotzdem, auch unabhängig von dem Space Race, betrachtet das bitte als ein kleines Intermezzo in der Serie von RSS. Ich werde natürlich auch mit RSS nicht nach dem Mond aufhören, sondern dann Richtung anderer Sphären weitergucken. Wo ist Minmus? Minmus, hallo. Na gut, ist wahrscheinlich ein bisschen klein. Ja, macht sehr, sehr viel Spaß, ist eine coole Herausforderung und ist halt irgendwie auch einfach echt, ne? Also ist halt deshalb cool, weil es irgendwie sehr viel näher an einer echten Raumfahrtsimulation dran ist als Kerbal Space Program und Landung auf dem Jupiter. TJ, wir wissen beide, dass das nicht funktioniert. Und ja, ich habe die Wiederholung von Cookies Stream gesehen. Er hat eine EVA gemacht. Das werde ich nicht mitziehen können, weil ich habe mich an die historisch korrekte Kapsel gehalten und habe deshalb keine EVA oder ich kann keine EVA machen mit der Vostok-Kapsel. Dafür ist sie nicht vorgesehen. Der Cookie hat ja, glaube ich, die MK1-Kapsel erforscht, statt der Gemini. Mit der Gemini hätte er auch keine EVA machen können aus der Kapsel. Also, no offense meant, er hat halt die MK1-Kapsel genommen. Das ist ja ein völlig legitimer Weg. Ich habe hier halt mit der Vostok den Weg für eine EVA verbaut. Das kann ich so nicht machen. Das heißt, ich werde das allerfrühestens mit den Wuschott-Kapseln EVAs machen können. Weil ich da einfach für mich auch sage, ich will so ein bisschen zumindest mich an der Historie orientieren, was da technologisch machbar war und was nicht. Genau. Habe ich Gemini gesagt? Ich habe meine Mercury-Kapsel, Entschuldigung. Die Mercury-Kapseln haben keine mir bekannten EVAs gemacht. Genau, EVAs gingen erst mit Gemini los.
Und die Mercury-Kapsel wäre die andere Kapsel zur MK1. Also falls ich gerade Gemini gesagt habe, Antonin, dann meine ich natürlich Mercury, um Himmels Willen. Gemini hat natürlich EVAs gemacht. So, wir müssen jetzt mal für unser Manöverchen gucken. Ja, das ist relativ exakt ein Retro. Gut, wir können dann nämlich gleich ein bisschen scannen, hoffe ich zumindest. Was ist hier los? To Boldly Go 3. Oh, das müssen wir unbedingt einschalten. To Boldly Go 3. Ich glaube, 2 haben wir schon aktiv. Meine Lieblingsstrategie. Ich hoffe, die können wir uns leisten. Die ist echt cool. Dieses Bonusgeld kriegen, wenn du ein Biom erforscht, an dem du noch nicht warst. Das macht echt Spaß. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Der Burn. Auch noch einen Moment dauern. Also der wird nicht lange dauern, sagen wir es mal so. Das sind 184 Meter pro Sekunde. Das sollte in relativ überschaubarer Zeit durchzuziehen sein. So. Genau, deshalb, aber wie gesagt, das werde ich mit den EVAs, das werde ich im nächsten Stream definitiv nicht aufholen können. Ja, müssen wir mal gucken. Also, ich befürchte, ich werde auch das Upgrade meiner Science Factory da nicht so oder meines R&D Centers nicht so schnell bezahlen können, weil das doch deutlich teurer ist. Mit 800.000. Aber jetzt schauen wir erstmal. Ich mache jetzt erstmal dann meinen Orbit mit Yuri fertig. Und dann gucken wir mal, was ich als nächstes mache und wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Reizen würde mich, wie gesagt, der Anflug auf die Venus, den mitzunehmen. Wobei ich gesehen habe, dass Cookie das mittlerweile auch auf dem Radar hat. Und er hat halt zeitlich einen krassen Vorsprung. Und wahrscheinlich damit auch eine höhere Chance, die Venus-Mission tatsächlich zu machen an diesem Startfenster und sie zu schaffen. Wir werden es sehen. So, wie sieht mein Orbit aus? Bisschen kleiner geht noch. So. Zack. Ich glaube, damit können wir ganz gut leben. 170 zu 154. Gut, dann würde ich doch mal sagen, drehen wir das langsam herum. Langsam, langsam, langsam. So. Also natürlich tue ich das jetzt gerade nur aus, weil ich es witzig finde, Gründen. Das ist eigentlich total egal. Und jetzt kann ich den Scan eigentlich starten, sagt die Theorie. So, eigentlich müsste ich es auch noch quer drehen, glaube ich. Oder ist das schon quer zur Flugrichtung? Nee, ist es nicht. Gut, ist jetzt aber auch egal. Und dann gucke ich mal, ich hatte mir noch ein bisschen was mitgenommen. Genau, Multispektralanalyse habe ich auch noch nicht gemacht. Die nehmen wir jetzt mal mit. Oh, Entschuldigung. Habe ich doch schon mal gemacht, aber egal. Science is Science. Und Gravity Scan habe ich in der Form noch nicht gemacht. Übertragen wir jetzt. Oh. Gibt halt auch starken Verlust, aber so ist das halt. So, und eigentlich, wenn ich jetzt stromtechnisch noch stabil bin, und das sieht gut aus. Rödel, 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 rödel. Na komm, wird fertig. Können wir auch noch den Ressourcenscan anwerfen? So, wie viel gibt es das für den nächsten Durchlauf? Gar nichts mehr. Okay. Zack, resetten. Wir lassen das mal offen, falls wir dann irgendwo über ein neues Biom kommen. So, und dann kann ich doch eigentlich. Ist es das? Was muss ich denn tun für den? High Resolution, High Scan, Minmus for Resources. Okay, das hat sich gerade erledigt. Also meine Frage, muss ich das tun, ist mit einem definitiven Ja beantwortet worden. Das heißt, wir haben da nochmal 158.000 Körbelfunds für bekommen.
So, und dann haben wir theoretisch jetzt auch. Ja. Ach Gottchen, na, das wird eine Weile dauern mit dem Scanner. Bis wir da 78% oder 75% müssen wir. 75%. Nee, 85 und 90%. Aber wir können schon mal gucken, was für Ressourcen da sind, wie gesagt. So, Ressource. Wir haben, jetzt nehmen wir auch mal einen ordentlichen Cut-off. Also ich sag mal mindestens eine Ressourcendichte von 50%. Aluminium gibt's. Wie machen wir es denn? Ich würde das gerne ein bisschen hübscher sehen. So, Aluminium gibt's. Sporate gibt's in Menge gar nicht. Dreck ist fleckenweise vorhanden. Exotische Mineralien. Auch gar nicht so eine schlechte Abdeckung. Fluorite. Sieht dünn aus. Keine dichtere. Was ist das denn? Muss ich mir auch nochmal angucken. Gypsum. Okay, das sieht gut aus. Da können wir also. Also ich sag mal, unser Ackerbau ist relativ gesichert auf Minmus. Da gibt es ein paar gute Stellen und ich glaube, die sind tatsächlich auch von der Konzentration sogar. Boah, guck mal hier. Da können wir in 80% Stärke gehen. Also zum Beispiel hier so. Sieht richtig gut aus. Nur leider nicht in diesen flachen Tälern, ne? Immer irgendwie auf Bergen. Gut, das müssen wir nochmal gucken. Hydrate. Okay, das ist dann eher so in den Seen unten drin. Gehen wir auf 50% zurück. Carbonite. Auch in. Oh, hier ist eine sehr hohe Konzentration. 60%. Hier sind sogar noch höhere Konzentrationen. 70%. Damit könnte man natürlich Treibstoff herstellen. Metallic Ore ist auch was da. Okay, also wir haben auf jeden Fall relativ nette Möglichkeiten. So, jetzt Ore mal gucken. Das wäre natürlich die Stockmöglichkeit, ein bisschen Zeug herzustellen. Rare Metals. Also es ist von fast allem ein bisschen was da. Auch wenn manche Sachen so Salzwasser und so. Oder hier oben Fluorite ist nur sehr, sehr wenig. Aber zumindest haben wir jetzt mal einen Überblick über die Ressourcen. Und jetzt müssen wir eigentlich warten am Ende des Tages, dass der Scan fertig wird. Und Flammable the One. Vielen Dank für dein Follow. Viel Spaß beim Zugucken und herzlich willkommen bei den Carbonauten. Und quasi zeitgleich, wenn ich das richtig sehe, hat der Snoop Gabis auch noch ein Follow dagelassen. In diesem Sinne auch dir natürlich ein herzliches Dankeschön und ganz viel Spaß beim Zugucken. So, ich schmeiß jetzt mal ganz kurz den Zeitraffer an, einfach um rauszufinden, ob beide Verträge sauber hochzählen. Der kann das übertragen. Ich will einfach mal wissen, ob das hier klappt. Stromtechnisch sieht es okay aus, also der Satellit zerlegt sich nicht irgendwie. So, und wir scannen jetzt hier Stück für Stück den Minmus ab. Wie gesagt, ich möchte einfach nur sehen, dass beide 1% gezählt bekommen, damit ich weiß, dass ich das hier nicht umsonst tue. Nebenbei können wir noch ein wenig Science-Punkte einsammeln. Midlands haben wir schon mal gemacht. Haben wir auch schon gemacht, die Lowlands. Da kommt nicht mehr viel bei rum. Na komm, gib mir 1%. Los, scan 1%. Mehr will ich doch gar nicht von dir. Ist es der falsche? High Resolution Altimetry Scan of Minmus. Okay, also. High Resolution Altimetry Scan. Nikerich, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Carbonauten. Viel Spaß.
beim Zuschauen und ich muss jetzt mal gucken, der macht doch SAR, ja, Scansat Altitude Suboptimal. Okay, das kann ich verstehen, denn er möchte eigentlich wahrscheinlich mehr oder weniger haben. Also eigentlich sagte der 250 Kilometer, aber die Frage ist, ob ich das wirklich machen kann. So, jetzt schauen wir mal, was Scansat sagt. Okay, also es passiert auf jeden Fall was. Wir machen mal die Big Map. Celestial Body ist Minmus in unserem Falle. Gut. Okay, also da passiert was, aber das wird eine Weile dauern, schlicht und ergreifend. Auf der Höhe, auf der wir sind. Schalt mal den Orbit an. Toggle Orbit. Also wir kommen nach und nach überall lang. Wir sind ja in einem Polarorbit unterwegs. Das sollte eigentlich ganz gut passen. So. Das Toggle Resources können wir mal ausmachen. Flex brauchen wir auch nicht. Anomalien brauchen wir auch nicht. Waypoints brauchen wir gerade auch nicht. So, so sieht's aus. Jetzt ist nur die Frage, was haben wir denn da für ein. Genau, aber das ist doch der detaillierte. Der detaillierte Scan, oder? Ist doch das, was er von mir haben möchte. Ist das weniger als 1%? Ich würde doch schon sagen, dass das hier schon 1% der Fläche ist, oder? Weil das ja alles ist. MMI325, danke für den Follow. Viel Spaß beim Zugucken. Vielleicht reagiert er auch noch ein bisschen langsam. Hi. Ach, ist das hier? 0,4%? Wartet mal. Zählt er hoch? Also, wir machen High Resolution Scan und wir haben 0,4. 0,5. Oh wow, das wird ein bisschen dauern, hä? Okay, das dauert dann echt eine Weile. Aber das ist okay, der soll das hier mal machen. Wir gehen zum Space Center zurück, würde ich mal sagen. Und harren der Dinge, die da kommen, nämlich eines fertigen Scans. Weil das ist ja jetzt wirklich nur noch eine Zeitfrage. Dann dauert das halt mal eine Woche oder zwei, bis der fertig gescannt hat. Wir haben ja auch ein paar Dinge zu tun. Genau genommen haben wir nämlich einen Supply Run zu erledigen in Richtung Kerbin Space Station. Den können wir relativ zeitnah machen. Und Ayom, vielen Dank auch dir für dein Follow. Wir haben schon wieder Hochwasser heute. So. Ein gern gesehener Bug, der immer mal wieder auftritt. Ist aber nicht weiter kritisch. Ist beim nächsten Neustart auch irgendwie weg. Ich muss jetzt nur den richtigen Winkel wiederfinden, so dass ich alles sehen kann. Sehr schön. Wir sind in 16 Tagen mit dem anderen Auftrag durch und den Supply Run können wir natürlich auch jetzt durchführen. Das heißt, wir bauen uns jetzt mal eine kleine Versorgungsrakete, um dort ein wenig Essen vorbeizubringen, damit die wieder Supplies haben. Das dürfte relativ billo sein. Die machen wir auch unbemannt, damit da keine großen Probleme entstehen und bringen da jetzt einfach ein bisschen Essen hoch. Tja, was nehmen wir da? Irgendeinen ollen Probe Core, würde ich sagen. Guten alten Probedine. So, und den guten alten Probedine versorgen wir mit irgend so einem Stöpselding. Ich fand das eigentlich ganz gut hier zum Andocken. Das gibt so ein bisschen Distanz. So, und dann brauchen wir für die Kolonisierung einen Colonization Construction Port. Ne, einen aus dem Construction-Bereich so rum, weil das ja der Docking-Mechanismus meiner Wahl unbedingt sein musste. So, und das ist der Kerbin Space Station Re. Weiß ich nicht. Wie heißen die denn bei SpaceX, die Dinger? Refuel? Refuel? Mission? Keine Ahnung. Restock? Das ist ja nicht wirklich Refuel.
Wir werden es sehen. So, Kontrolle. Wir brauchen ein kleines Gerät, um uns auch drehen zu können. Obwohl, wir können auch einfach sagen, wir machen da nochmal so ein Stöpsel ran. Und Jo, vielen Dank auch für dein Follow und viel Spaß beim Zugucken. So, Resupply, danke. Danke. Manchmal, ne? Manchmal ist das Wort einfach weg. Resupply Mission, genau. Genau. So, wir haben das große Glück, dass wir kein Raumschiff dafür bauen müssen, also kein echtes. Großes, richtiges, weil unser Essen nicht unter Druck gehalten werden muss und wir einfach sagen können: Herzlichen Glückwunsch, großer Life Support Tank. Das ist der hier. Und davon bringen wir einfach zwei Stück hoch, würde ich sagen. Dann haben wir erstmal Ruhe. So, da pappen wir hinten einen Antrieb ran und gehen dann weg. So, und dann dürfte es das gewesen sein. Also, Nachschub irgendwo hinbringen, wenn es nicht zu weit weg ist, ist ja eigentlich gar nicht schwer und auch relativ schnell gemacht. Und wir machen da jetzt auch keine große Wissenschaft draus, sondern wir bauen einfach eine kleine Rakete, mit der man das erledigen kann, die dann diese Resupply-Mission fliegt, um Supplies für, ich glaube, das wird für, ich weiß es nicht, für wie viele Tage reicht das? Mit einem Crew reicht das für ein Jahr 408 Tage. Wir haben aber noch Recycling, aber natürlich ein bisschen mehr Crew, aber es ist auf jeden Fall mehr als genug, um die Kerlchen da oben zu versorgen. Und wir haben dann schon mal 1500 Delta V mit dieser Kiste am Start. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich noch eine etwas schickere Antenne mitnehme. Zack. Wobei uns die kleine wahrscheinlich für unsere Resupply-Geschichte reichen dürfte. So. Ja, und dann machen wir da jetzt noch ein bisschen größeren Antrieb drunter, um das Ding in Orbit zu bringen. Und dann war es das auch schon. Schöne kleine preiswerte Resupply-Mission. Ein Cargo-Run als Mission. Das sollten wir gleich nochmal gucken, ob vielleicht einer aufgetaucht ist in der Zeit, die wir unterwegs waren. Das wären jetzt natürlich nochmal doppelt und dreifach ideal, weil uns das Ganze sehr, sehr helfen würde. Also finanziell einfach angenehm wäre. So, und wir brauchen noch ein bisschen mehr Schub, aber ich glaube, das mache ich tatsächlich mit ein paar Boostern in dem Falle, um es simpel zu halten. Und nee, ich werde die Fallschirme jetzt nicht testen, weil ich nicht zurückfliegen will damit. Das macht es alles nur unnötig komplex. Ich möchte das eigentlich einfach nur schnell abhaken, weil das für mich eher so eine Hausmeisteraufgabe ist. Und da will ich weder besonders viel Hirnschmalz noch besonders viel Zeit reinstecken. Ich will ihnen einfach nur ihr Essen bringen, damit die da oben nicht vor Hunger krepieren. Und sobald das erledigt ist, ist das Thema für mich eigentlich abgehakt. So, zack, 5000 Delta V sollte locker flockig reichen. Wir könnten natürlich nochmal gucken, dass man so ein bisschen die Möglichkeit hat, mit RCS zu arbeiten. Wenigstens so ein bisschen. 80 sollte reichen. Zack und dann nehmen wir uns vier Düsen mit für die ganze Geschichte. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wenn wir mal davon ausgehen, dass das hier relativ weit leer sein dürfte. Wenn wir fertig sind, liegt der Masseschwerpunkt relativ exakt da. Dann legen wir unsere RCS-Düsen auch da rein und machen hier Pitch and Roll aus. So. Damit sollte das eigentlich. Ja, Neo, das ist ein bisschen viel Masse und ich möchte tatsächlich die RCS-Düsen nutzen, um das sauber andocken zu können, weil ich will es nicht kaputt machen. Das wäre sehr, sehr schade. Ich hatte schon genug Verlust heute. Heute muss mal funktionieren.